Ich hoffe, das ist nicht der echte. Und wer sich so nennt, ist sowieso hier. Pfe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihre Starcraft 2 Mineralien Legacy reichen of the nicht aus. Void Multiplayer. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, Avilo blockieren wir auf jeden Fall. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Avilo hat es nicht verdient. Wobei es natürlich sicherlich nicht Avilo ist, sondern irgendein Troll. Wobei Avilo jetzt auch ein Troll wäre, aber das muss man ja noch nicht machen. Ist unzureichend. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Also für alle, die das nicht kennen, Avilo, der echte Avilo, den ich nicht vermute, dass es dieser hier ist, ist einer, der Mech spielt und immer rumheult über alles. Alles ist imbalanced und alle sind Cheater. Außer er selber natürlich. Er selber würde eigentlich auf jeden Fall immer die GSL gewinnen, nur weil halt Terraner so unbalanced ist, verliert er. Und wenn man sich dann auch noch selber... Wenn man so jemanden namens faked, dann ist es ja schon irgendwie merkwürdig. So, aber naja. Ich werde ganz normal weiterspielen. Wir hatten hier einen WWF irgendwo auf der Map. Deshalb scoute ich auf jeden Fall mal nach Proxy. Oh ja, da war was. Da war was. Na, wo ist er denn hingefahren? Okay, jetzt ist er an meine Base gefahren. Also normal. Durch diesen Namen vermute ich jetzt hier ganz viel nervige Sachen. Zack. Viertel Belassum, wenn du... Ich hoffe, du hältst dich jetzt so ein bisschen mehr an die Regeln. Nicht so wie gerade, sonst müsste ich gleich wieder eingreifen und das wäre doch sehr unschön. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ich weiß nicht, ob ich deine private YouTube-Nachricht bekommen habe. Habe ich noch nicht überprüft. Nein, warum ist der nicht weitergeflogen? So. Wo werden wir gebracht? Ja. Was haben wir denn hier so? Oh, er baut jetzt erst seine Echse. Das ist aber interessant. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ehre den Dai Lam. Das heißt aber auch, wir sollten mal dringend... Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Defense aufbauen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen. Hä, warum ist hier eigentlich... Oh. Da, ich habe die ganze Zeit nämlich schon irritiert gedacht, was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin in Forschung. Ich bin hier in den Schatten.
es könnte durchaus sein, dass er das ist. Was wünscht ihr? So viel Schrott, wie wir hier gerade gegen uns geworfen bekommen. Wo sind denn hier überall die Widow Mines? Reicht halt für ihn oder was? Okay, wenigstens hier beide gekillt. Wir dienen dich. Wo werden wir? Glaubtet ihr? So, warum fahren die eigentlich alle hier hin? Stimmt doch noch einiges nicht. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ehre den Dailam. So, ich bin schon wieder ganz ruhig. Ich bin sehr konzentriert, weil dieses Match nicht so läuft, wie ich es mir erhoffe. Dann setze ich hier ein. Immerhin hat er dann einen Orbital genommen und keine Planetary. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Bau zuerst mir Mineral. Dann hat er das noch nicht. Nein, ja, okay. Und jetzt hier die Echse. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. So. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Da steht er rum. Scoutet natürlich alles von mir. Und nimmt an der dritten tatsächlich hier die Planetary. Wahrscheinlich sind hier auch wieder Mars Turrets. Eure Sonden brauchen Schutz. Oh, das gibt's doch nicht. Das müsst ihr. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Schon Fueling Core. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin warpen? Jetzt haben Dings zurückgezogen. Wir dienen mit Stolz. So soll es geschehen. Vorwärts. Unser Denken gleicht sich. Nur die Gläubigen. Hat schon das Speed-Upgrade, ne? In diesem Feld sind keine Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Bau zuerst mir Mineralien. Ich blink? Nee, ne? Natürlich habe ich keinen Blink. Wäre zu schön. Und hier steht auch kein Pylon rum, den ich gleich Photon overchargen könnte. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr. Ich bin hier in den Schatten. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Ich bin hier in den Schatten. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich bin. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Bau zuerst. Ich habe das Gefühl, dass er das wirklich ist. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst Mineralien ab. Erkennt. Eure Mineralien reichen nicht aus.
Dafür reicht euer Wissen. Ich bin hier. Ich bin schon. Lad doch aus, du dummes Ding. Bau zuerst mir Mineralien ab. Mein Leben für Ajur. So, wie es gerade gebaut, ne? Ja. Wir stehen vereint. Mach's, wie du meinst dazu. Was spiele ich hier? Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. So, komm, Protoss, Armhof und gut ist. Was anderes kann ich leider jetzt nichts mehr machen. Ich bin so weit hinten. Neuen Follower erfasst. Das sind das Licht der Kana. Lima Garrix, vielen Dank für den Follow. Ich bin das Unruhiger Atom. Upgrade abgeschlossen. Euer Gegner greift einen Kylonen an. Erklärt euch. Oh oh, ich hab keine Detection mehr. Neuen Follower erfasst. Wir stellen Mineralienfeld erschöpft. Wir sind das Licht der Kana. Euer Nexuspunkt wird angegriffen. Lasst uns. Hat er schon wieder mein Dings? Ach komm. Da müssen wir nicht gegen spielen. War es der echte Avilo? Wenn ja, war das sehr armselig. Nee, war es nicht. Aber er spielt auf jeden Fall so einen gleichen Style. Naja, so, ich möchte jetzt mal wieder gewinnen. Was macht die PF dort? Ach, das war ein Trollgegner. Er heißt Avilo. Wer Avilo heißt, der kann nix. Ah, irgendwann werde ich auch den echten Avilo mal schlagen, das weiß ich. Auch wenn er das jetzt natürlich nicht war. Aber dazu müsste ich erstmal genauso viel spielen können wie er. Und das ist mir leider aktuell ja nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal. So, zack, in-game. Jetzt habe ich den Chat nicht mehr offen. Nein! So. So, hoffentlich haben wir jetzt mal ein vernünftiges Game. Das hatten wir jetzt schon mehrere Matches nicht mehr. Letztes Spiel gegen Avilo-Troll. Spiel davor wurden wir geproxied. Jetzt wäre ich mal wieder für ein ganz normales Match. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Legacy of the Void, Wings of Liberty und so weiter? Das ist einfach eine verschiedene Erweiterungsstufe. Das sind verschiedene Kampagnen in den Einzelspielern. Und hier im Multiplayer hast du verschiedene Einheiten. Also Legacy of the Void ist ganz anders als die beiden Vorgänger, Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Allerdings ist jede Erweiterung standalone. Und das heißt, wenn du Legacy of the Void dir kaufst, dann brauchst du dir nicht die anderen kaufen, es sei denn, du willst halt die Singleplayer-Kampagne spielen. Werden wir jetzt gecannon-rushed? Ja, werden wir. Das gibt's doch hier nicht. Was ist denn hier heute los? Wie wir diese Probe zerstören.
Wenn wir das schaffen, ist alles gut. Wir stehen vereint. So, dann kann ich noch so probieren, hier zu canonrushen. Bau zuerst mir Mineralien ab. So, jetzt sind wir nämlich eingewallt. Jetzt geht hier erstmal nichts mehr. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ich könnte natürlich versuchen, unten zu canonrushen, aber bis dahin soll ich es jetzt irgendwie raus schaffen, hoffe ich. Eure Mineralien reichen nicht aus. So, also was ist denn hier heute los? Warum haben wir denn die ganze Zeit nur gecheased? Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ist ja hier nicht auszuhalten. So, die Frage ist, werden wir jetzt hier nochmal eine Cannon setzen? Wir sagen ja. Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Nee, eigentlich wäre das... Nee, Stalker bau. Ich bin hier. Bau zuerst mir Mineralien ab. Ich bin das Herz der Finsternis. Ich bin die Stimme der Finsternis. So. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Jetzt versucht er zu expandieren. Eure Mineralien reichen nicht aus. Bau zuerst mir Mineralien ab. Ich bin hier in den Schatten. Guck mal, ob er die dritte genommen hat. Und weiter Stalker. Kalt ist die Ehre. Ja, er versucht jetzt hier halt die Echse frei zu canonrushen. Machen wir uns jetzt hier auch mal den Weg frei. Wir stehen. Tatsächlich. Jeder das hier. Nicht, machen wir hier. Vorher nehmen wir aber selber den Nexus. Also vermutlich versucht er jetzt hier zu doppel expandieren. So, wir greifen aber noch nicht direkt an. Bau zuerst mir Mineralien ab. Dass wir auf jeden Fall. Haben wir die. Ja, die Cannon haben wir vorne. Ich würde übrigens hier defensiv gerne auch eine Cannon haben, falls doch nochmal die Teams kommen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Mars expandet jetzt einfach. Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. Zuerst mir Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Euer Upgrade ist nun bereit. Ich bin hier in den Schatten. Chicha! Ach, sehr schön. Solche Leute sind doch die Besten. Hätte auch Avido heißen können. Oh, das ist echt traurig, dass ich hier gerade rumkrebse. Aber wenn wir immer nur gecheased werden, dann ist das auch nicht so einfach. Naja, hat ja diesmal geklappt. Haben wir, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr eine hohe MMR-Änderung. Kann das sein, dass wir die 50 Matches diese Season erreicht haben? Nö, noch lange. Ja, 25 braucht man nämlich nur, ne? Genau, die haben wir jetzt überschritten, deshalb ist die MMR-Schwankung nicht mehr so groß. Naja. Was würdest du Anfänger empfehlen? Auf jeden Fall Legacy of the Void, wenn das die Frage war. Auf jeden Fall Legacy of the Void. Denn alles andere wird nicht mehr gespielt und wenn man schon anfängt neu, dann sollte man wenigstens auch mit der aktuellen Version was machen. Das ist auch die Version, wo alle Turniere und Profispieler und so drunter spielen und das ist halt einfach die Version, die noch überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Die anderen Versionen werden nur noch von Leuten halt gespielt,
die sich die anderen Versionen schon gekauft hatten oder auch meinetwegen nachträglich gekauft haben, aber eben halt nicht mehr in der kompetitiven Szene. Brawler L, vielen Dank für den Follow. Ich glaube, Nerix hat meine Kekse gegessen. Ich auf einmal ein Cannon schalten kann. Ich war selbst verwundert. Glücklicherweise haben wir das früh genug wahrgenommen, weil er hatte seine Probe hier an der Minimap so, dass ich es kurzzeitig gesehen habe und ist dann wieder direkt rausgefahren. Und das hat für mich alle Alarmglocken für den Cannon Rush schrillen lassen. Und deshalb habe ich dann früh genug gehandelt und habe auch sehr, sehr viel dafür quasi investiert. Okay, ich hätte gerne das zweite Gas mal gescoutet, aber wenigstens haben wir einen Equal Trade gehabt. Ich habe sehr viel investiert dafür, dass der Cannon Rush nicht durchkommt, aber das hat sich ja unterm Strich dann ausgezahlt, denn unser Gegner war ja ziemlich weit hinten. Lass neue Kekse backen und die verstecken. Ja, ja. Irgendwann werden mir Leute auch mal Kekse backen. Ich habe hier übrigens Spekulatius, kann ich aber jetzt nicht in der Partie essen. Sonst hört ihr mich nicht mehr. Mache ich aber gleich unprofessionell in der Pause oder so. Baut zuerst mehr Mineralien. So. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ja, Alarak ist ja gut. Eure Mineralien reichen. Diesmal keine Probleme, bin gerade selber mit dem Hund gegangen. Das heißt, du kannst nachher die Community Games mitspielen, oder was heißt das? Vermutlich, ne? Das wäre ja schön. Rainer Party soll es heute allerdings geben, kein Mehrspielermodus quasi. Wobei das ja auch Mehrspielermodus ist, aber halt ein Arcade-Game. Aber da habe ich mal wieder Bock drauf. Eure Mineralien reichen nicht aus. So. Und muss man den Adepten, irgendwie habe ich das noch gar nicht gemacht. Und Lemegarix. Das ist so ungewohnt, sowas zu sagen. Wo dann auch Garix am Ende ist. Bestellt jetzt eine Pizza oder isst gleich eine Pizza. Die Erstgeborene. Eine Pizza wäre jetzt auch gut. Wobei, ich habe vorhin in der Mensa gegessen. Das war sehr lecker. Von daher habe ich gar nicht so einen Hunger gerade. Warum war jetzt Alarak so leise? Man weiß es nicht. So, wir setzen meinen Chronoboost um hier drauf. Wir haben keinen Reaper gegen uns. Und das, obwohl das Gas nicht so spät war. Wollen wir nochmal eben hier schauen. Und auch das lässt wieder mal alle Alarmglocken schrillen hier für eine Robo. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zack. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Feindkontakt. Nicht gut. Für den Ruhm. Sind auch weitergelaufen, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte. Okay, hat es zum Glück nicht geschafft, hier alles zu schließen. Das ist ja schon mal schön. Hallo, erst alle killen. Niemand kann uns auf. Naja, war jetzt ja nicht so erfolgreich. Weil die Terraner ja auch immer ihren Bonus haben. Weil Terraner-Einheiten stellen nicht 2-Hit, sondern erst 3-Hit. Eure Mineralien reichen nicht auf. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Wir haben relativ viele Marines gesehen. Hatten wir sonst noch irgendwas? Sim war in der Forschung. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal hier das nach oben und walken jetzt einfach mal 3 Stalker hier. Um hier gleich was zu haben, falls doch noch irgendwie wieder um eins kommen. Ja, noch möglich. Ich habe jetzt hier halt leider gerade nichts. Das könnte zu Problemen führen. Oder kurz oder lang. Dafür habe ich schön viele Worker. Aber Worker helfen einem dann unterm Strich auch nichts, wenn man gleich verliert, quasi. Naja, mal schauen. Wir leider gerade nur 3 Adepten hier ranwarpen. Ehre den Dalai Lama. Habe ich das gar nicht erforscht? Das läuft ja alles überhaupt nicht so richtig für mich gerade. Viele Flüchtigkeitsfehler. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Warum ist der jetzt nochmal umgedreht? Ja, exekut.
Flüchtigkeitsfehler sind immer ein schlechtes Zeichen für die Partie. Also Fehler allgemein, logischerweise. Zack. Oh. Nee, du bitte nicht. Du fliegst jetzt mal eben hier rein. Bleib in der Mothership Core. Nein, nicht ohne Mothership Core kämpfen. Das läuft ja alles überhaupt nicht hier. Das muss baut zuerst mehr Mineralien ab. Die Erstgeborenen werden obsiegen. So soll es geschehen. Die Schlacht wartet. Ey, was ist denn hier los? Ehre den Deidler. Eure Mineralien reichen nicht aus. Problem ist halt, dass das Upgrade nicht da ist. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Ehre den Dalai. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Hm, das war jetzt nicht so schön. Eure Mineralien reichen nicht aus. Nein, du sollst da bleiben, bitte. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Kassar, die Tenner. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Jetzt kommt er von vorne. Nein, die Sekunden reichen nicht. Wo werden wir gebraucht? Baut zuerst mehr Mineralien ab. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Bin ich noch Stalker? Ich bin hier. So, immerhin. Ihr habt bereits alle mit Storm auch gleich durch. Ja, ich werde jetzt einmal mit Storm angreifen. Und es bleibt mir ja nicht übrig. Ein ziemlich verspäteter Two-Base-Push einfach. Forschung abgeschlossen. Meine Herren, dafür reicht euer Vespingas nicht aus. So, was wir aber machen ist. Ruhig auf 2 zu legen. 1 gehen wir hier nach vorne. Pass doch auf, ihr braucht mehr Vespingas. Ja, und jetzt müssen wir einen Protoss-Verzweiflungsangriff machen. Der nur funktionieren kann, wenn man Protoss ist. Unsere Gedanken sind ein. Leider uns auch schon gescoutet. Euer Gegner greift die Erstgeborenen werden obsiegen. Zusätzliche Pylonen bauen. Für den Ruhm. Erleuchtet. In der Rang, eure Versorgung ist unzureichend. Oder Chip Kopie. Erklärt euch. So diene ich. Wir dienen. Vielleicht wäre es ratsam, mehr Pylonen heranzuwarpen. Bleibt gestimmt, das ist schon mal gut. So viel war jetzt seine Armee auch hier gar nicht.
Höre den Dalai-Lam. Nein. 1-1, hallo. Najak. Erleuchtet mich. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könnt. Nein, ich stehe drauf. Okay. Erleuchtet mich. Ich vernahm euren Ruf. Er ist halt 3 Base. Im Gegensatz zu mir. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. In Einigkeit. Die Erstgeborenen. Staunt hat er leider auch nicht. Wir fahren fort. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich bin hier in den Schatten. Ja, bessere Upgrades gerade. Mineralienfeld erschöpft. Ich bin was? Die Erstgeborenen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht mehr durch gerade, obwohl ich gerade am Anfang noch relativ gut durchkam. Bin halt völlig all in. Eure Arbeiter schnell abbauen. Mein Leben für Ayur. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ja. GG, schade. Das hätte ich nicht verlieren müssen, wenn ich am Anfang nicht so grottenschlecht verteidigt hätte. Er hat halt genau ausgeladen außerhalb meiner Reichweite. Ich würde fast sagen, es lag am Pilot Placement am Anfang. Wobei ich auch nicht so viele Units am Start hatte. Also auch zum Verteidigen wäre es schwer geworden, aber wir sehen hier, Vietami war schon gut zwischendurch. Naja, nicht so schön. So, letztes Match für heute. Danach gibt's Rainer Party. Und dann werden wir mal sehen. Schön, dass wir heute so viele sind übrigens. 35, das ist so eine schöne Zahl. Neuen Follower erfasst. Kratziki, vielen Dank für den Follow. So, und ein Terraner zum Abschluss. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen besser anstellen. Eure als, Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Als gerade eben. Also Abschlussmatch müssen wir gewinnen. Also, zumal der nur Diamant ist. Und ich nächste Season nicht in Diamant einsteigen will. Leider ist übrigens inzwischen gelockt. Man kann nicht mehr aufsteigen. Absteigen kann man ja sowieso nicht. Und ja, nächste Woche geht es dann wieder los. Da werde ich vermutlich erstmal Diamant geplaced. Aber schaffen wir es hoffentlich schnell dann wieder in die Master League zurück. Mal schauen. Ich muss dazu noch ein bisschen besser spielen, als ich es heute gerade mache. Aber das wird wohl funktionieren, hoffe ich. So, jetzt versuchen wir mal in diesem PvT nicht zu Playblock zu werden. Zumindest nicht am Anfang. Und auch ja, den Bild am Anfang vernünftig auszuführen. Soll heißen, Gas nehmen, dann gleich die Expansion. Wir werden gescoutet. Okay, eben einmal checken, ob er Gas nimmt. Relativ normales Gas-Timing. Dann verstecken wir hier uns ein bisschen. Wenn er uns hier die Echse blockt, dann können wir immer noch reagieren mit einer Proxy-Robo oder so. So, aber eigentlich wollte ich jetzt die Echse nehmen. Der Feind greift eure Mineralien an. So, können wir uns mit dem auch zurückziehen. Ich hätte eigentlich nicht das Gas nehmen dürfen, sondern erst den Cybernetics Score. Sonst kann es gleich wieder zu gleichen Problem mit dem Reaper kommen. Kommt nächste Woche auch der Patch? Ja, der wird kommen. Nächsten Dienstag? Ne, Mittwoch ist ja immer in Europa, ne? Ich glaube Dienstag in NA und Mittwoch auf Europa. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Aber der Pilot war noch früh genug. Mal schauen, ob er hier einen Bunker baut. Auch das wird manchmal gemacht, aber eher selten. Alles gut soweit. Ihr müsst zusehen. Zack.
in Master 2 Challenge. Ich will mal gegen Nergo. Ja, Viewer gegen Nergo können wir auch mal wieder machen, aber nicht heute. Dafür spiele ich heute so schlecht. Glaubt, eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. Eure Mineralien reichen. Wie lange brauchen wir Nexus noch? Ist durch. Alles gut. Zuerst mehr Mineralien ab. Das ist die Frage, kommt ein Reaper oder kommt keiner? Aktuell sieht es eher danach aus, als würde keiner kommen. Gerechtigkeit wird walten. Zack, runter damit. So, wir sind wieder gierig. Gleichzeitig Robo und Twilight Council. Ehre den Dalai Lama. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Wir boosten gleichzeitig hier Warp Gate und holen uns dann gleich, sobald wir können, einen Stalker. Und dann hier einen Pylon. Den brauchen wir sowieso dringend, falls gleich ein Push kommt. Doppel Pylon deshalb. Und dann gleich weitere Gateways, weil wir haben aktuell nur eins. Zuerst mehr Mineralien ab. So, okay, wir hatten auf jeden Fall eine Widow Mine hier. Ich bin hier in den Schatten. Zack. Wir dienen mit Stolz. Was wünscht ihr? Ich gehe mal an, wie es aussieht. Wir können ihn allerdings nochmal kurz zurücklocken. Gut, wird wohl einen Push geben. Forschung abgeschlossen. Wie es aussieht. Eure Arbeiter müssen. Nehmen wir allerdings das Adepten-Upgrade. Wir haben Observer gegen den Widowmine gleich. Was wir nicht haben, sind halt vernünftig viele Warp Gates. Okay, das Adept-Upgrade ist noch gar nicht fertig. Ich brauche noch ein paar Sekunden, aber ich hoffe, dass er vorher noch nicht angreift. Und jetzt auch ein Immortal. Normalerweise würde ich jetzt halt direkt das Warp Prisma spielen. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir müssten eher ums Überleben kämpfen. Ehre den Dalai Lama. Der Supply Block gleich könnte auch böse werden, weil ich jetzt noch relativ zeitnah darauf reagiert habe, glücklicherweise. Stellen den mal hier ab. Trotzdem noch das Gefühl, dass hier gleich... Okay, von da kommt er. Vielleicht eure Versorgung ist... Erneut dienen. Ziehen wir den doch mal hier hoch. Oder nicht? Was macht er denn hier? Ganz offenbart sich mir hier noch nicht, was er hier probiert. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin warpen? Okay, er wollte hier tatsächlich gut mal droppen. Hat glücklicherweise nicht so funktioniert, wie er sich das erhofft hat. So, wir müssen allerdings jetzt gleich eine dritte nehmen und unsere Transition vorbereiten. Mit Zealot Arken. Ja. Fort schon uns auf. Vielleicht eine Cannon-Probe zu setzen, weil wenn er schon einmal probiert hat, hier einen guten Mind Drop zu spielen, dann... Chance hoch, dass er es weiterhin probieren wird. Das müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ich muss echt an meinem Pylon Placement arbeiten in den nächsten Streams. So, zack. Könnte es natürlich sein, dass wir seinem. Ja, begegnen hier. Sehr gut. Voll reingeflogen in die Armee vom Gegner. Vermutlich steht hier auch noch was Böses rum, ne? Meine eingegraben oder so. Ja. Das ist natürlich der falsche Observer, der dahin fliegt. Hallo, warum greift ihr mich an? Ihr benötigt mehr Bier. Kassar die Templari. Mein Leben für Ajur. Zack, 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 zack. Die
Forschung wurde abgeschlossen. Möglicherweise pusht er aber jetzt hier gerade. Das wäre nicht so schön. Oh, Supply Block. In diesem Fett. So. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Kann ich Upgrades erforschen? Nee. Forschung abgeschlossen. Das sollten wir auch mal schnellstens machen. Vielleicht wäre es ratsam mit. Schon wieder ist Supply Block. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's hier wieder los. Warum hat der nicht ausgeladen? Man weiß es nicht. Mineralienfeld erschöpft. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Für den Ruhm. Dafür reicht euer Vestigas nicht aus. Kassar, die Templari. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So soll es geschehen. Ich bin der Wille des Hierarchen. Dass jemand zwei jetzt brauchen oder drei jetzt brauchen, ist so nervig. So, wir müssten eben den Ops wieder hier hinschicken. Denn hier wird wahrscheinlich wieder ein Dings rumstehen. Wir müssten nämlich die Ex jetzt langsam mal sicher mal uns holen. Und wir brauchen sehr viel mehr Stalker. Ich bin hier in den Schatten. Euer Upgrade ist nun bereit. Wir sind eins mit den Schatten. Ja, da sind nämlich. Schlaft auf ihn. Was ist euer Begehr? Ich bin das. Schön immer reinrennen. Benötigt mehr Vestigas. Kassar, mein Leben für Ajur. So, was machen wir weiter? Wir sollten dringend weitere Upgrades holen. Denn da sind wir extrem schlecht gerade unterwegs. Wir stehen. Ich spüre eure Gegenwart. Wir sind das Licht der Kappe. Meine Aufgaben. Mein Leben für Ajur. So. Ich füge. Zack, zack, zack. Unsere Gateways. Und dann müssen wir eigentlich jetzt mal angreifen. Wir haben ein Warp-Prisma verloren, das heißt, wir brauchen mal wieder ein neues. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Zack. 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 Baut zuerst mehr Mineralien ab. Mein Leben für Ajur. Ich sollte, glaube ich, mehr Stalker warpen, fällt mir gerade auf. Kassar, die Templari. Ihr benötigt mehr Vestigas. Ja, diesen Tag mal vorbereiten. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Glaubt es denn? Baut zuerst mir Mineralien ab. Ich bin. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Okay, müssen wir stellen wie un. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dort leben? Wo sind denn die ganzen hohen Templer? Wir können nicht standhalten. Storm doch! Okay, ich kämpfe hier auch so scheiße schon wieder. Wo sind denn die anderen hohen Templer und so? Wir brauchen hier alles. Ehre den Dalai Lama. Eure Mineralien reichen nicht aus. Wo bleibt denn dieser blöde hohe Templer endlich? Der Feind greift eure Sonden an. Ja, wir haben einfach viel zu wenig gegen die Mars Liberator. Mann, das ist blöd. Ich will nicht mit einer Niederlage aufhören. Komm, wir machen noch ein Match.
Da habe ich es wieder im Midgame extrem versaut. Ich bin heute auch echt nicht gut unterwegs, ne? Wenn wir uns hier nochmal die Bilanz anschauen. 2 Siege hatte ich heute nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Hoffentlich wird das im nächsten Stream ein bisschen besser. Ein Match mache ich jetzt noch. In der Hoffnung, dass es doch noch einen versöhnlichen Abschluss hier gibt. Und ja, mal schauen. So. Nochmal ein Terraner. Man will es mir aber heute auch echt schwer machen. Und setzt hier nur Terraner rein. So, aber wie gesagt, das ist jetzt auf jeden Fall das letzte Match heute im Stream. Danach, wie gesagt, einmal Rainer Party. Komm, Kolgan. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mir Mineralien ab. So, dieses Match konzentriere ich mich. Ich schaue nicht auf den Chat. Ich baue jetzt einfach vor mich hin. Kommentieren werde ich natürlich trotzdem, sonst wäre es ein bisschen blöd. Aber... Mutationsmodus anschalten. Abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Baut zuerst mehr Mineralien. Konzentrationsmodus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ganz viel APM-Spam. Eure Mineralien reichen nicht aus. Konzentrationsmodus, wie wild auf der Tastatur rumhacken. So, ich hoffe, dass ich mal diesmal nicht den Pylon am Anfang vergesse. Kein Gas! Das überrascht mich doch. Eure Sonden brauchen Schutz. Jetzt glauben wir nochmal, ob er uns proxied. Chance ist in jedem Fall da. Ich würde auf jeden Fall auch unten keinen Pylon nehmen. Sondern oben. Aber ich sehe aktuell nirgendwo den Proxy. So. Nein, so nicht. Eure Mineralien reichen nicht aus. Das Gas nehmen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Wir haben diesmal auch einen früheren zweites Gateway. Baut zuerst mehr Mineralien ab. So, und das ist trotzdem hier auf. Ja, wobei ich brauche halt keinen chronoboosteten Adepten, wenn er wirklich nicht schießt, weil Gas hatte er gerade nicht. Das heißt, es kann kein Reaper kommen. Das Einzige, was halt kommen kann, sind viele, viele Marines. Das heißt, ich werde jetzt auch gleich den Chronoboost umsetzen, nachdem er Adept durch ist. Und jetzt ein Stalker. Und dann gleich den Mothership Core. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Kann natürlich auch einfach ein One-Base-Push werden. Wobei ohne Gas wäre das halt eigentlich ungewöhnlich. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ist mir ein Bunker gebaut. Was war das? Einen Jubel gehabt oder was war das? Ich habe da nur so ein Flackern gesehen, aber nicht das Gebäude selber. Hm. Was wird das, wenn es fertig ist? Eure Mineralien reichen nicht aus. Rocket ist gleich durch. Das ist Nummer 2 hier gerade. Dann haben wir ihn, der hier patrouillieren wird. Ihn legen wir auf 5. Sollte Rocket durch sein, so ist es auch. Baut zuerst mir Mineralien ab.
Eure Mineralien reichen nicht aus. Zweiten Teil hier vorne Arbeiter nehmen. Wir müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Da kommt der Scan. Hat weder Robo noch Twilight Council gesehen, also kein guter Scan. Ja, das ist übrigens in Heart of the Swarm besser gefallen, wie man die Pylons platzieren konnte. Konnte man sich einfach am Anfang schön ausbreiten, ohne dass man irgendein Risiko dabei eingegangen ist. Das ist jetzt ja leider nicht mehr der Fall. Da muss man mit den Pylons wirklich genau überlegen, was man jetzt abdecken will. Die Erstgeborenen werden obsiegen. So, was haben wir hier? Push-out. Ein Full Scout. Ist aktuell nicht so gefährlich. Weil meine Armee jetzt auch noch nicht besonders groß ist, gebe ich zu. Feindkontakt. Was wünscht ihr? Vorwärts. Ja, zurückgeholt. Schade. Wäre schön gewesen, wenn wir nochmal rausgekommen wären. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien. Glaubtet ihr tatsächlich? Ehre den Dailam. Zack. Erneut die Upgrade abgeschlossen. Eure Versorgung ist unzureichend. Warum ist er denn hier stehen geblieben? So war das nicht geplant. Was ist denn mein Gegner? Nirgendwo auf der Map zu finden. Nicht schön. Da kommt er. Sie brechen durch! So, was mir halt fehlt. Vernünftig viele Gateways. Roger. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Dailam. Eure Versorgung ist unzureichend. Das ist halt ein bisschen blöd, dass wir nicht so viel haben hier. Möchten eigentlich hier oben auch Pylons. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet doch... Eure Krieger entfachen ihre Klingen. Ehre den Dailam. Ich bin die Stimme der... Die Erstgeborenen werden... So, habe ich noch irgendwo einen Ops? Brauchen wir eher dort. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ehre den Dailam. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ihr habt eure Arbeiter erneut die. Ja, sind die ersten Liberator. Nicht gut. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Was mir auffällt, sind übrigens Pylons. In den Schatten. Vielleicht wäre es ratsam, mehr. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Hallo, greift doch an, meine Einheiten. Und ich kämpfe ohne die zwei Immortals, das ist natürlich auch nicht gut. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Ich bin das Herz. Antuka.
wird walten. Das müsst ihr in einem Glaubtet ihr tatsächlich? Ich bin hier in den Schatten. Wir fahren fort. So, das sieht übrigens schon wieder nicht so gut aus für mich. Wenn wir ehrlich sind. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Die Erstgeborenen. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Baut zuerst mehr Mineralien ab. So. Eure Mineralien reichen nicht aus. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Das müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ehre den Mineralienfeld erschöpft. Die Erstgeborenen werden obsiegen. In diesem Feld sind keine. Ehre den Dai Lam. Seine Thermal Lens ist halt leider nicht durch. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, das zu schreiben. Wenn ja, Extended Thermal Lens ist natürlich jetzt durch. Hat er tatsächlich die Two-Base All-End? Oder hatte er eine dritte? Weiß man jetzt natürlich nicht. Aber es ist unschaffbar, dieses Match noch zu gewinnen. Liberator. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Oh, komm, wir machen weiter hier. Keine Lust. Community Match fällt aus. Muss sein. Ich muss hier gewinnen. Oh, es ist so ärgerlich. Ich hasse Liberator. Ich werde so lange noch spielen, bis ich ein Match gewonnen hat. Und wenn dafür das Community Match ausfallen muss, dann ist das leider so. Aber das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Endlich mal kein Terraner übrigens. Endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Oh, ich hätte eigentlich gerade nochmal nachgucken sollen, ob er eine Echse genommen hatte oder nicht, eine dritte. Bin ich interessant gewesen. Er hat nämlich die Boys gepullt. Also WWFs nach vorne geschickt. Baut zuerst mehr Mineralien. Ach man, ich will doch mal endlich wieder gewinnen hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt hört man auf, mich hier zuzuspammen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zack. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Mit der Alarak-Stimme zufrieden. Sie ist immer noch ungewohnt. Ich weiß noch nicht, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Was stört uns jetzt hier tatsächlich auch? Eure Mineralien reichen nicht aus. Cool first. Ich glaube, wir haben da oben einen Proxy Hedge. Auf jeden Fall spielen wir anders, als ich sonst machen würde. Deshalb. Eure Mineralien reichen nicht aus. Nee, gar keine. Zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Vielleicht ist sie auch irgendwo anders geproxied. Auch das ist möglich. Weil das entscheidend zu wissen wäre. Oder er hat halt einfach die Base direkt genommen. Okay, da ist eine Base. Mein Leben für Ayur. Das ist ein Ding. Ein Gas. Könnte erforscht werden.
Überfall. Euer Gegner greift einen Pylonen an. So, und eigentlich müsste ich jetzt gleich nach vorne. Brauchen wir schnell noch den einen Adepten, bevor der Pylon hier unten fällt. Ja, er expandiert direkt. Zack, nein, erst rausfahren, dann zack machen. Jetzt brauchen wir dringend die Echse gleich. Die Templer rücken vor. Was wünscht ihr? Die Erstgeborenen werden obsiegen. So, brauch jetzt dringend die Echse. Zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Wir dienen mit Stolz. Unser Denken gleicht sich. Natürlich spielt er hier einfach nur Spinecrawler. Ja, nee, ist klar. Und Marslinge. So soll es geschehen. Die Erstgeborenen werden vorwärts. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Feindkontakt. Ich Mothership so gehört. Najakan. Es sind viele, viele Dinge, die er da gespielt hat. Muss man so sagen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Komm, wir machen mal hier ganz dicht. Ja, ist ganz dicht. Ja. Natürlich reicht das nicht aus, um ihn zu killen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Forschung abgeschlossen. Chrono boost jetzt ein Oracle, auch wenn er es halt schon gescoutet hat. Die Sache halt nochmal deutlich schlechter macht. Er drückt hier aber komplett drauf. Das ist nicht so schlau von ihm. Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ich denke, wir werden zwei Base Push hinterher spielen mit Void Race. Dimensionalstränge abgestimmt. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. So, hier ist wahrscheinlich ein Sparkler, natürlich. Ich verstehe. Aber wie gesagt, er hat viele, viele Dinge gebaut. Wir sollten nicht so weit hinten sein, auch wenn er... Oh, da passt ihn. Unsere Schicksale sind vereint. Interessant, dass er ein Baning-Nest hat. Vielleicht wäre es... Eure Mineralien reichen nicht aus. Die Erstgeborenen. Ich denke, mit drei Baning. Mit drei Baning, sage ich schon. Mit drei. Mineralien ab. Es ist vorherbestimmt. Void Race werden wir pushen. Es ist Nasuktai. Die Sterne ja, stehen. Sparkler da. Überall Sparkler. Wir deuten. Peradak Kural. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, wir werden natürlich über die andere Seite gleich gehen. Schauen wir einmal hier vor unserer Base ein bisschen nach. Nehmen dann hier die Rocks raus. Baut zuerst mir dafür. Ehre den Dai Lam. Baut zuerst mir Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Heilern. Wo ist denn seine Armee? Da gar keine Armee. Unsere Schicksale sind vereint. Roaches spielt, ja, interessant. Wir sollten wir auf Stalker gehen, auf jeden Fall. Baut zuerst mir Mineralien. Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien. Glaubtet ihr tatsächlich? Baut zuerst mehr Mineralien ab.
Eure Mineralien reichen nicht aus. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Ich werde jetzt einfach gleich angreifen. Mehr Mineralien. Peradak Kural. Der Kampf ist Ruhm, wird unser sein. Bündelt das Licht Ayurs. Nicht genügend Energie. Das sieht gut aus. Yes, das erste Match, was wir wieder gewonnen haben. Oh. Nee, Bane Drop war das nicht. Das war aggressiv am Anfang und dann sehr, sehr greedy into Drones, wie wir hier sehen. Und war dann nicht darauf vorbereitet, dass der Push kam, weil ich halt von der Seite kam. Auch wenn ich den Watchtower gesehen habe, aber das war dann glücklicherweise zu spät. Dann hat er sich noch Zeit gekauft und das ging zum Glück nicht. Kein CM. Was ist denn CM? Weiß ich nicht. Das war's aber jetzt heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken und rechts für ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.